Moin. Die Honigmann-Nachrichten vom 10. Juli 2013, Nummer 131. Indien. Wie weit gehen die indischen Behörden noch in ihrem Bestreben, den Goldhunger der Bevölkerung zu mäßigen? Goldverbot? Fragte goldreporter.de. Im vergangenen Jahr wurden in Indien 864 Tonnen Gold nachgefragt, 552 Tonnen alleine für Schmuck. Ohne bemerkenswerte Goldvorkommen ist Indien dazu gezwungen, wegen der großen Inlandsnachfrage jedes Jahr erhebliche Mengen an Gold zu importieren. Händler, die im Ausland Gold kaufen, benötigen US-Dollar. Das verschlechtert die Handelsbilanz, drückt die indische Rupie. Die Reservebank oder Reserve Bank of India hat die Goldimporte durch Geschäftsbanken eingeschränkt, die Institute angewiesen, Gold nicht mehr als Sicherheit für Kredite zuzulassen. Auch der Verkauf von Anlagegold durch Geldhäuser wurde untersagt. Bei Derivaten handelt es sich um alles, was man irgendwie zu Geld machen kann. Gebündelte Kredite in CDS, das sind Credit Default Swaps, was auch immer. Eine riesige Atombombe, schrieb qpress.de. Allein in diesem Bereich werden Werte verwaltet von 639 Billionen US-Dollar. Billionen nicht nach amerikanischer Art, sondern nach deutscher, westeuropäischer Art. Im Jahr 2012. Wobei das natürlich noch lange nicht alle Werte sind, die auf diesem Planeten herumgeistern. Das Problem ist ja noch viel größer. Eine interessante Berechnungsgrundlage, die wir sogleich für unsere Betrachtung nötigen weitere Größe zuordnen wollen. Weltbruttoinlandsprodukt. Es geht schlicht um alles in der Welt, was die Menschen da pro Jahr erschaffen. Waren, Güter, Dienstleistungen. Über alles reden wir hier von 71.896 Milliarden oder 72 Billionen Dollar pro Jahr. Im Jahr 2012 war das. Alles klar? Boston, Studienbericht. Es ist das erste Mal, dass gezeigt werden konnte, dass Meditationstraining die Verarbeitung von Emotionen auch dann beeinflusst, wenn sich das Hirn selbst nicht mehr an einem meditativen Zustand befindet, so die Forscher. Anhand der Gruppe von Achtsamkeitsmeditierer zeigen die abschließenden Scans einen deutlich grundsätzlichen Rückgang der Aktivitäten in der rechten Hälfte der Amygdala als Reaktion auf die während der Scans erzeugten emotionalen Reize. Anhand der Gruppe, die über Liebe und Mitgefühl meditierenden, zeigt sich auch dann der Rückgang der rechten Amygdala-Aktivität, wenn die gezeigten Bilder positive oder neutrale Inhalte zeigen, unterrichtete grenzwirtschaften-aktuell.blogspot.de. Guantanamo. Als schmerzhaft, schmackvoll und entwürdigend hat Bundesrichterin Gladys Kessler am Montag die Zwangsernährung von Hungerstreikenden in Guantanamo bezeichnet. Doch trotz dieser ungewöhnlich klaren Worte verbot sie nicht die Tortur selbst, nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich, erklärte sie wenige Stunden vor Beginn des Ramadan. Trotz des Fastenmonats werden zurzeit mindestens 45 hungerstreikende Gefangene in dem Lager zwangsernährt. In einer deutlichen Anspielung an Barack Obama gab Richterin Kessler die Sache zurück an den Präsidenten. Es gibt ein Individuum, sagte sie, das die nötige Macht hat, um dagegen anzugehen, zitierte marialurdblog.com. Tel Aviv. Die Verhandlungen dienen der Koordinierung der Positionen beider Länder zur Ägyptenkrise. Bei den Gesprächen mahnten die Israelis, dass eine Einstellung der Militärhilfe für Ägypten eine negative Auswirkung auf die Sicherheit Israels haben kann, insbesondere angesichts der Zuspitzung der Lage auf dem Sinai, schrieb die Zeitung Haaretz unter Berufung auf eine anonyme amerikanische Quelle. Komisch, andere Länder müssen für die Sicherheit dieses Staates garantieren? Das darf doch wohl nicht wahr sein, oder? In erster Linie ist Israel darüber besorgt, dass es den ägyptischen Behörden gelingt, den radikalen islamischen Gruppierungen auf dem Sinai Widerstand zu leisten. Die israelischen Behörden gaben ihre Zustimmung für eine Verstärkung des ägyptischen Kontingents,
in der Grenze des Gazastreifens, wo die Hamas regiert, die zu den Sympathisanten des gestürzten Morsi gezählt wird, berichtete de.rian.ru. Kairo. Wirkliche Geschichte hinter dem Militärputsch in Kairo. Viel komplexer als die Medien des Westens das berichten. Weit entfernt von einer spontanen Erhebung der Ägypter, ein Putsch orchestriert von Ägyptens Regierung im Hintergrund und Mächten von außen. Letzte Phase der Konterrevolution gegen den sogenannten arabischen Frühling. Die Karten gegen Morsi und die Bruderschaft waren gezinkt vom ersten Tage an. Der brutale, von der USA unterstützte Mubarak war gestürzt, aber die Organe seiner 30-jährigen Diktatur Ägyptens verhätschelte 440.000 Mann Militär, die Richterschaft und viele andere blieben auf ihren Posten. Sogar Morsis Präsidentengarde blieb unter Kontrolle von Mubaraks Leuten. Die USA überweisen dem ägyptischen Militär 1,5 Milliarden Dollar jährlich, nicht gerechnet die zig Millionen an schwarzen Zahlungen der CIA an Generäle, Polizeichefs, wichtige Medienleute, Bürokraten, konstatierte lebenshaus-alt.de. Die halten alle die Hand da unten auf und nicht nur in den Ländern. In unserem leider auch sehr viel und sehr viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Syrien. Weiterer Kommentar bei URS 1798, wordpress.com. Armeeeinheiten töteten zahlreiche von der Jabhat al-Nusra-Terroristen in einer Serie von Operationen gegen ihre Höhlen und Ansammlungen im östlichen Ghouta und dem südlichen Landkreis Damaskus. Die Quelle ergänzte eine armenische Terroristen, dass eine Armeeeinheit Terroristen tötete, während sie versucht haben, Bomben in der Kleinstadt Al-Rihan zu verlegen. Und weitere Erfolge der syrischen Armeen gegen die Terroristen, wir haben das alles gekürzt. Moskau. Nochmal de.rian.ru. Die ersten Äußerungen des neuen Chefs der Nationalen Koalition, Ahmed Al-Jaber, entsprechen diese Erwartungen noch nicht und ziehen eine ganze Reihe von Fragen nach sich in Bezug auf die Perspektive der Handlungen der Nationalen Koalition und vor allem deren Festhalten an einer politischen Beleidigung und Beilegung der sich hinziehenden Krise in Syrien, hieß es in einem Kommentar des Sprechers, der am Montag auf der Webseite des russischen Außenministeriums veröffentlicht wurde. Von der neuen Führung der Nationalen Koalition werde jetzt verlangt, dass sie sich klar und unmissverständlich bereit erklärt, ihre Vertreter zur friedlichen Konferenz nach Genf zu schicken, gemeinsam nach konkreten Parametern der politischen Regelung in Syrien entsprechend dem gesamten Genfer Kommuniqué zu suchen. Das russische Außenministerium hatte zuvor erklärt, Moskau sei dazu bereit, Kontakte mit der neuen Führung der Koalition herzustellen zur Beendigung des zerstörerischen Konfliktes in Syrien und der Leiden des befreundeten syrischen Volkes beizutragen. Welt, Europa, Deutschland. Aluminium ist der Stoff mit den meisten Impfkomplikationen, ein Nervengift, unter dem besonders kleine Kinder leiden, denen es in einer toxikologisch mehr als bedenklichen Dosis gespritzt wird. Dabei ist immer noch aus immunologischer Sicht nicht erklärt, wie genau Aluminium in Verbindung mit Antigenen für die Bildung der Antikörper sorgen soll, die angeblich vor Erkrankungen schützen. Der Impfstoffhersteller und alle anderen auch wissen gar nicht, wie das Zeug eine Schutzwirkung provozieren soll, haben sich aber die Immunreaktion auf aluhaltige Impfstoffe so zurechtgebogen, dass sie ihre Impfstoffe zugelassen bekommen, empörte sich terahertz.at. Unter anderem ist Aluminium ein Beschleuniger, der in fast allen Spritzen ist, genauso ein Beschleuniger wie Quecksilber. Klar? Griechenland, EU. Die Welt schenkt der Welt heute diese, je nach Geschmack, humorvolle und unendliche zynistische Überschrift: Neue Finanzhilfe für Griechenland ist alternativlos. Und dann, Athen bekommt die nächste Tranche aus dem Euro-Rettungsschirm. Alles andere wäre auch eine große Überraschung gewesen. Die Drohung mit dem Euro-Rauswurf ist längst nicht mehr ernst zu nehmen. Merken Sie, geschätzte Leserin, geschätzte Leser, etwas?
Die Euro-Diktatur setzt zum nächsten Schritt an. Durch Lügen und Betrügen wurden Gelder für Griechenland und Co. freigepresst. Diesen Ländern würde es heute unendlich viel besser gehen, hätten sie die Euro-Diktatur verlassen. Zumindest sehr viel früher. Sie werden es demnächst verlassen. Jetzt wird uns die Diktatur medial daran gewöhnen, dass wir sowieso und für immer bezahlen müssen. Denn es gibt ja angeblich keine Alternative, schrieb euromed.de/most-stuttgart.wordpress.com. Griechenland. Nochmals maria-lourdes-blog.de. Gar nicht wahr, komm. Ein Großteil der in Griechenland seit vielen Jahren aufgelaufenen Verbindlichkeiten der Steuerzahler an den Fiskus gelten als nicht eintreibbar. Der Daily Telegraph schrieb, Griechenland hofft, dass die Finanzminister der Eurozone am Montag der nächsten Tranche von 8,1 Millionen Euro freigegeben werden, weil es für das Land von vitaler Bedeutung ist, im kommenden Monat Anleihen von ungefähr 2,2 Milliarden Euro auszulösen. Zur selben Stunde erklärten allerdings gegenüber der Zeitung der Generalsekretär für öffentliche Einnahmen, Charis Theodorakis, dass hauptsächlich aus der Besteuerung der Bürger herrührende Verbindlichkeiten an den Fiskus in einem Beitrag von bis zu 42 Milliarden Euro als nicht eintreibbar angesehen werden müssen. Der Großteil der Verbindlichkeiten schönt einfach nur die Bilanzen. Haben wir was anderes erwartet? Bestimmt nicht. Brüssel. Die Euro-Finanzminister haben am Montag ohne größeres Tamtam eine weitere Tranche aus dem Euro-Rettungsschirm für Griechenland beschlossen. Trotz Regierungskrise in Athen und Auflagen, die offenkundig noch nicht erfüllt werden konnten, zeigt man sich in Brüssel gnädig. Wo früher wochenlang eine Auszahlung in Frage gestellt wurde, Land auf Land ab, Politik und Medien die Griechen vor die Wahl stellen, endlich Reformen durchzuziehen oder aus dem Club auszuscheiden, hört man heute gar nichts mehr. Stattdessen beschäftigt sich die Kommentatoren mit dem Papst, der in Lampedusa einen bedeutungslosen Kranz ins Meer geworfen hat, schrieb erzürnt tautenhahn.blog.de. Portugal. Rücktritt des Finanzministers am 1. Juli, der des Außenministers am 2. Juli, der aber abgelehnt wurde. Rücktrittsandrohung von Landwirtschaftsministerin Ascunzu Cristas und Sozialminister Pedro Mota Soares am 3. Juli. Anhaltende Rücktrittsforderungen gegenüber Premierminister Pedro Casos Caelho, anhaltende Massenproteste, Generalstreik im ganzen Land gegen den einseitigen Sparkurs und so weiter und so fort. Das dritte Jahr, in dem Portugal im Gegenzug zu Finanzhilfen im Umfang von 78 Milliarden Euro die strikten krisenpolitischen Vorgänge der Troika befolgt, die Bundesrepublik hat immer noch und Regierung hat immer noch mit besonderem Nachdruck von allen Regierungen in hochverschuldeten europäischen Krisenstaaten gefordert, die austeritätspolitischen Vorgaben der Troika zu befolgen. Jetzt ist die Regierungskrise perfekt. Staatspräsident Aníbal Cavalcaure Silva blieb nichts anderes übrig, als ein Krisentreffen mit Vertretern der wichtigsten politischen Parteien sowie mit dem Ministerpräsidenten Coelho anzuberaumen, um das Auseinanderbrechen der Regierungskoalition und Neuwahlen zu verhindern. Hier verlassen wir geolitico.de. Washington, BRID. Schwächere Weltkonjunktur, anhaltende Euro-Krise, sinkende Euro-Exportzahlen verdämpfen und dämpfen die Wachstumsaussichten für Deutschland. Das geht aus dem aktualisierten Weltwirtschaftsbericht World Economic Outlook hervor, den der IWF am Dienstag in Washington vorstellte. Darin halbierte er die Wachstumsprognose für Deutschland in diesem Jahr auf 0,3%. 2014 werden die deutsche Wirtschaft dagegen um 1,3% zulegen. Wer es glaubt, wird selig. In ihrem Bericht im April waren die Wirtschaftsforscher noch von 1,4% ausgegangen. Die Organisation wiederholte ihren Rat an die deutsche Regierung, mehr Geld auszugeben. Staaten, die sich Investitionen leisten können, sollten das Wachstum nicht unnötig durch Sparprogramme abbremsen. Stattdessen könnte Deutschland mit Ausgabensteigerung die Nachfrage im eigenen Lande ankurbeln. Für die schwächeren Wachstumsraten in Deutschland sei aber auch der Mangel an Zuversicht in die Zukunft verantwortlich,
sagte IWF-Chefvolkswirt und Honk Oliver Blanchard. Deutschland müsse aufpassen, dass sich dieser Pessimismus nicht zu selbsterfüllenden Prophezeiungen entwickelte, teilte Welt.de gläubig mit. Wundert mich. Oder auch nicht. Nochmal BRID. Krise? Welche Krise? Wundert sich jungewelt.de ironisch. Trotz Kürzungsprogrammen und Massenverarmung in Europa melden die Produzenten teuren Luxusschlitten erneut Rekordabsätze. Nach Daimler haben am Montag auch BMW und Audi besten Marken bekannt gegeben. Derweil fahren die Hersteller von Klein- und Mittelklassewagen ihre Produktion in Westdeutschland herunter. Opel und seine Bochumer Belegschaft sind ebenso Verlierer wie die Autobauer aus Frankreich und Italien. Die Premium-Hersteller sind von der Krise auf dem Kontinent also zu einem weniger stark betroffen. Zum anderen können sie durch diese Exportsteigerungen nach China, Indien, USA ausgleichen. Für viele Massenhersteller sieht das hingegen düster aus, was vor allem die Beschäftigten durch Jobabbau und Werksschließung zu spüren bekommen. Bochum, wie gesagt, wissen wir alle, ist demnächst dran. Aber wir wissen doch auch, dass südlich von Salzburg riesen Hektarflächen von BMW angepachtet worden sind, wo Neuwagen drauf abgestellt worden sind. Bitte, alles klar? Deutschland. Nochmal marialurdblog.com entnommen bei sommersonntag.de. Der alte Mann im beigefarbenen Sommermantel kämpft mit sich selbst, mit seinen Tränen, die er kaum noch zurückhalten kann. Als Merit Drucker, Duncan Wade und Generalmajor AD Gerd Schulze-Rohndorf in ihren Reden zum Gedenken an die Zehntausenden in den Rheinwiesenlagern ums Leben gekommenen Kriegsgefangenen und ihre unsäglichen Leiden eingehen, geht es für Siegfried Brucks nicht mehr. Tränen fließen, zu deutlich tauchen die schrecklichen Bilder aus den heute 90-Jährigen wieder auf. Niemals vergessen, eine Gedenkveranstaltung erinnert an die Hunderttausenden toten deutscher Soldaten der Rheinwiesenlager. Denkt bitte dran, es waren mindestens 1,2 Millionen, wenn nicht sogar 1,8 Millionen und mehr. Die gute Nachricht von volk-und-heimat.info. Das Ausland wird uns umso mehr Achtung zollen, je mehr wir selbst in unserem ganzen Auftreten die Selbstachtung eines aufrechten und stolzen Volkes bewahren. Paul von Hindenburg. Das steht uns auch voll und ganz zu. Das war's mal wieder für heute. Ach nee, einen habe ich noch. Einen haben wir noch zum Abschluss. Gerade eben. Vor einer halben Stunde bekommen. Ich habe mal wieder eine Vorladung bekommen. Von einer Polizeiinspektion Wilhelmshaven. Da meldet sich der Herr Müller Tobiassen. Den hatten wir letztes Jahr schon hier als die SS hier. Der Staatsschutz hier Einflug bei mir und ein bisschen Sachen mitgenommen haben. Teilweise haben sie es gestohlen, absichtlich so. Naja, ihr wisst alle, was da gewesen ist. Den Prozess hatte ich ja am 3.6. Jetzt kommt Vorladung als Beschuldigter. Das übliche Thema, was eigentlich in Deutschland jedem bekannt sein sollte, kriege ich nun. In einem bearbeiteten Ermittlungsverfahren der Tatvorwurf ist Kennzeichenmissbrauch. Weil ich auf dieser blauen Flagge vom Kennzeichen mein eigenes Zeichen gesetzt habe, sprich also die Erdenrune DDR, und das heißt ja nun mal das Deutsche Reich, auch wenn das Deutsche nicht ganz richtig ist, und unten die richtig herumme deutsche Flagge, nämlich gelb, rot, schwarz. Nur die Herren wissen wir anscheinend immer noch nicht. Dies ist übrigens ein Tatvorwurf vom 24.06. Gestern ist mir das Gleiche passiert. Da sind mir die Schilder bei einer Ummeldung weggenommen worden. Nicht mir, sondern denen, der es umgemeldet hat. Das wirst du aber zur Staatsanwalt gehen. Sie wissen immer noch nicht, dass das blaue Ding keine Urkunde ist, sondern nur die eigene Kennzeichnung oder die Kennzeichnung des Schildes ist eine blaue. Es ist eine Urkunde. Mit dem Blauen kann ich machen, was ich will. Das kann ich auch abschneiden. Es ist keine Urkunde. Mal sehen, ich werde dann nachher eventuell noch mal eben anrufen. Vielleicht werde ich ihn mal ein bisschen aufklären. Mal schauen, was kommt. Wie gesagt, das war's für heute. Schönen Dank fürs Zuschauen, schönen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.